Hallo, ihr lieben Mäuschen da draußen. Juhu! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play South Park, The Stick of Truth. Zu Deutsch, der Stab der Wahrheit. Ja, wir haben in der letzten Folge tatsächlich die Wichtel besiegt und haben so einiges gesehen, was mich teilweise ein bisschen verstört hat, teilweise auch, ja. Teilweise aber auch sicher für manche da draußen ziemlich schön anzusehen war. Und ja, ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen müssen. Ich schaue mal in die Quests rein. Hui. Jetzt muss ich immer wieder aufstoßen, das ist fürchterlich. Bündnisse schmieden. Triff dich mit Kyle in seinem Hof und einen Plan zu schmieden, den Stab von Clyde zurückzuholen. Okay, das heißt, wir müssen wohin? Da nicht. Schweinebärmann haben wir nicht. Dann zerstören das Menschenbanner, das sind Kevin Stolys Viertel. Das könnten wir eigentlich mal machen. Weil wir sind ja eigentlich sowieso in dieser Straße gerade. Das heißt, wir könnten ja eigentlich das eine Banner schon mal zerstören. So, moin. Ah, ihr habt diesmal nicht den Fernseher eingeschaltet. Nicht schlecht. Hervorragend. So, dann schauen wir mal. There's an emergency meeting at the Ja, Elder Forest. Ich mach das dann später. So. Ich muss ja erstmal hier. Moment. Haben wir denn nicht da irgendwo. Ah, doch. Hier. Moment. Wir können ja gleich mal den Timmy Express nutzen. So, moin. Machen wir das hier. So, dann machen wir dann nämlich das gleich mal. Tja, kaputt. Sehr schön. Missionsziel erfüllt. Wunderbar. So, wo haben wir es denn noch? Da haben wir auch noch was. So, dann machen wir das auch noch putt. Siehste. So. Und noch irgendwo. Haben wir noch irgendwo so ein Banner? Erreiche einen idealen Punkt um South Park. Na, nee. Das will ich jetzt nicht. Wo haben wir denn noch sowas? Da haben wir noch sowas. Da müsste ich aber daher. Weil da gibt es leider keinen direkten Punkt hin. Dann machen wir das einfach mal so. So, haben wir da noch irgendwo Kinder herumstehen? Also so kleine, ganz kleine Kinder? Nö. Wo muss ich da hin? Durch den Spielplatz gerade noch vor und dann hier. Okay. Kann ich mit dem. Nö, mit dem kann ich nicht interagieren. Okay. Nicht, dass ich dann, nicht, dass ich nochmal gegen den kämpfen muss. Das wäre doof. So. Gut. Da haben wir. Da ist irgendwas abgestürzt. Interessant. Kann ich aber nichts damit machen. So. Und da ist das letzte Banner. Ich glaube, das war alles, ne? Ich glaube, das war das letzte Banner, glaube ich. Müsste das letzte Banner gewesen sein. Schweinebärmann, ja. Wiederherstellung des Gleichgewichts. Ach nee, Zerstörung des Banner am Starks-Teich. Okay, wir haben also noch einen Banner irgendwo. Zerstöre das Menschenbanner, das im Spielpark aufgestellt ist. Ach, im Spielpark gibt es auch noch einen. Das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht gesehen jetzt gerade. Wo ist denn das? Wo steht denn da ein Spielbanner? Ist das der hier? Das riesengroße Ding hier? Kann ja gar nicht sein, oder? Moment, ich guck mal. Ah, okay. Gut. Da haben wir wenigstens ein bisschen was gefunden. Ach, da hinten. Den habe ich gar nicht gesehen im Vorbeigehen. Lustig. So, jetzt müssten wir aber alles erledigt haben, oder? Jetzt müssten wir, glaube ich, alle Banner zerstört haben. Wenn mich nicht alles täuscht.
Zerstören das Banner am Starksteich. Nee, haben wir immer noch nicht. Wo ist denn das Starksteich schon wieder? Wo ist denn das? Starksteich. Ach, hier. Da ist es. Okay, gut. Dann müssen wir aber wieder den Timmy Express nehmen irgendwo. Wo ist denn der nächste Timmy Express? Ja, ja. Ich gehe ja gleich hin, Mensch. Jetzt... Oh. Ja, moin. Ich lass dir einfach mal links liegen. So. Lass mal eins mit. Oh, Mahlzeit da hinten. So, da haben wir auch noch. Ah, das waren aber alle, oder? Das müssten jetzt alle gewesen sein. Ja, kehre zur Hundekacke. Kehre zur Hundekacke zurück? What? Moment mal, Hundekacke? Wo lag da Hundekacke rum? Erreiche einen idealen Punkt. Nein, bla bla. Hier, kehre zur Hundekacke zurück und berichte ihm das bla. Weiß ich nicht. Dann machen wir das hier wieder mit dem Timmy Express, dass wir uns ein bisschen Zeit sparen. Und machen das hier. Moin. Funny how drow elves in the Middle Ages can use PowerPoint. You guys, this is serious. Clyde is attempting to raise an army of darkness. I believe he is messing with something he cannot control. He has recruited many of our friends, and so our only hope is for our two factions to join forces. Fuck that. We do not team up with fucking elves. You got an idea, wizard fat ass? After what you elves did to us at the Battle of Wormsley Woods, you think we'll ever trust you? Yeah, you tell it, butter. That was Jimmy's fault, and he apologized. Oh, we're apologizing now. How about we apologize for breaking the rule about using arcane fire magic? Yeah. Hey, that was the human's rule, not ours. Join forces, my paladin ass. Only good elf is a dead elf. Why don't you suck my elven dick, butters? Enough! Whether we are human or elf isn't gonna matter one bit if all of Zaron is taken over by German zombies. We saw what that green stuff does. We better figure out a way to stop Clyde, or there won't be a world to fight in. Even if we join forces, we don't have enough warriors. So we recruit more factions to join us. The pirates, the Federation, and the girls. The girls? Kyle, the girls are not gonna fucking play with us. Yeah, dude, we can't convince girls to do this. No, but maybe the new kid can. The new kid has a power we have yet to understand. He makes friends on Facebook faster than any we have seen. He is really good at getting Facebook friends, I'll give him that. Find a way to get the girls to side with us, Commander Douchebag. I'll deal with the other factions. The rest of you, return to your stations and prepare for war. Ja, wow. Ach, die haben alle ihre eigenen Stühle mitgebracht. Auch nicht schlecht. So, Aufwertung verfügbar. Begleiter freigeschalten. Keil, rekrutiert die Mädchen. Cartman als Begleiter freigeschalten. Geil. Keil, neue Freundschaftsform frei. Nice. Sehr schön. Und sprich mit Annie. Ja gut, dann haben wir also diese Quest mal erledigt, würde ich mal sagen, ne? Nee? Moment mal, kehre zur Hundekacke zurück und berichte ihm, dass alle Menschenbanner zerstört wurden. Hä? Hey, ich dachte, das wäre das jetzt gewesen. Oder was war das gerade? Hä? Ich verstehe gerade gar nichts. Da unten ist er. Da unten ist der Typ. Sehr schön. Neue Freundschaftsanfrage. Hundekacke. Geil. Wiederherstellung des Gleichgewichts. Erfüllt. Wunderbar. Wichtelhacke. Wichtelhacke nehme ich mit. Geiler Scheiß. Narrenkappe. Unterhosenhelm. Lässt Feinde kotzen, wenn sie sich dir nähern. Ja, puh. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Schädelmaske. Ja, komm, nehmen wir das mal. Dann sehen wir tot aus. Dann greifen uns die Leute vielleicht nicht auf. Woppa, was ist das denn? Das war gerade ein Grafikfehler. Du bist schwul. Ja, du bist auch schwul. Tweak, wo sind alle hin, Mann? Sind alle tot? Nee, noch nicht.
Alle Krieger von Zeron und Leminien werden zu einer Notfallversammlung gerufen. Meldet euch sofort im Elfenwald. Ich füge dich nur als Freund zu, wenn wir zusammenarbeiten müssen, um den Stab zurückzuholen. Ach nee, ist nicht dein Ernst. Cartman, fick dich, dass du all meinen verfickten Banner zerstört hast. Arschloch. Ich möchte, dass du das dem Typen sagst, der das getan hat, sobald du ihn für mich geschnappt hast. Wenn er wüsste, dass ich das war. Meine Güte, Alter, wie das aussieht. So eine Spitzhacke im Arm. Hui! Oder in der Hand, vielmehr, nicht im Arm. Gut, Aufwertung verfügbar. Moment mal, da muss ich erstmal gucken. Wo haben wir es denn? Fähigkeit. Ah, jetzt können wir die Feuerkugel hier machen. Sehr schön. Erhöht den Schaden von Feuerkugeln. Nehme ich. So, okay. Was haben wir denn noch an Quests offen? Versteckspiel, 3 von 6, ja gut, da fehlen noch ein paar. Schweinebärmann, erreiche den idealen Punkt unter South Park, um den Defibrillator zu benutzen. Könnten wir eigentlich machen, wäre durchaus machbar. Und ich würde mal sagen, das machen wir als nächstes, dass wir wenigstens mal die ganzen Nebenquests machen. Wo haben wir das jetzt denn? Das ist es, ja, das ist es, definitiv. So. Und wo ist dieser Punkt jetzt genau? Wo ist das jetzt? Wo muss ich da hin? Erreichen ihr einen Punkt unter South Park? Ach je, das heißt, ich muss da runter, oder was? Oh, das ist die Scheiße. Uiuiuiui. Ja, moin. Was machst du da unten? Geh nach Hause. Geh am Spielplatz spielen. Kindergartenkinder 4 von 6 gefunden. Naja, nicht. Kann ich das nicht zerstören hier? Ist nicht wahr. Das ist einfach nur Mist und ich kann ihn nicht zerstören. Ja, geil. Jo. Oh, jo. Das nehmen wir auch mit. Das können wir zerstören. Sehr gut. Geflügelknochen. Lecker. So, da können wir sonst nichts machen. Gut, dann gehen wir mal runter. Gucken wir mal, was wir unten finden. Tag auch. Was ist das denn? Geld, Klumpenscheiße und TV-Auszeichnung. Eine TV-Auszeichnung. Wer lässt denn in der Kloake oder unten in der Kanalisation eine TV-Auszeichnung liegen? Ganz ehrlich. Wer macht denn sowas? Kann ich denn hier... Warte mal. Was war das denn? Wichtelstaub. Ach, guck. Wichtelstaub. Nicht schlecht. Ach, cool. Nee! Was soll das? Ah, okay. So. Jetzt ist es nämlich ganz weg. Wunderbar. Gegenstand entfernt, Schweinebär. Weiß. Was da? Oh, schön. Aua. Okay, das war gemein. Das habe ich so nicht kommen sehen. Dann klatsch die einfach mal weg. Kaputt. Nein, noch nicht. Schade. Nein! Das war falsch. Das war zu spät, glaube ich. Au. Okay, Moment. Ich brauche erstmal einen Gesundheitstrank. Angewidert. Na toll. Ja, die Buffs entfernt. Dann machen wir hier den hier. Erstmal beide anzünden. Ja. Fähigkeit erhöht, wunderbar. Und du haust dir jetzt eine rein. So, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich hier vielleicht den Beschwörungen. Warte mal. Erstmal den Gesundheitstrank. So. Nom nom. Machen wir das mal.
So, siehst du mal. Ist kaputt. Nein, die haben keine Chance gehabt. Und wieso zum Teufel? Wer? Der wäre natürlich auch nicht schlecht. Der ist, der kann einiges, glaube ich. Holy moly. Wieso habe ich Butters eigentlich nicht mehr? Ich hatte doch Butters doch. Butters ist noch da. Ja. Machen wir das einfach mal so. Dab nehme ich mit. Haben wir sonst noch irgendwo was? Da komme ich aber nicht rüber, ne? Nee. Da komme ich nicht rüber. Was ist da? Ach, guck mal, da geht's weiter. Schön. Weg da. Ich mag das nicht, wenn ich von irgendwelchen komischen Ratten belagert werde. Das ist nicht schön. Ah, ja moin. So. Die ist auf jeden Fall erstmal betäubt. Oh, Hallöchen. Da kommen ja noch eine Partie dazu. Erstmal brennen lassen. So macht man das. Er hier. Ja, hau zu. Jawohl. Aua. Sehr gut, dann hauen wir da mal hin, würde ich mal sagen. Jawohl. Und du auch nochmal, komm. Du haust auch nochmal zu. Ja, wunderbar, alle tot. Ach nee, Blödsinn, eine lebt ja noch. Nein, ich hätte die schlagen können, verdammt. Ich bin doof. Ja gut, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Gut. Aber er hat den Rest gemacht, sehr schön. Aber habe ich nicht eine bessere Armbrust gehabt mal? Tatsächlich nicht, ne? Scheint nicht so, ne? Das ist die einzige Armbrust, die ich habe. Ich sollte auf jeden Fall mal versuchen, vielleicht mal eine stärkere Fernwaffe zu kriegen. Das wäre gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Gut, was haben wir hier? Kann ich da hoch? Also natürlich kann ich da hoch, aber was bringt mir das? Okay. Und hier? Hier kann ich nichts machen. Okay. Was haben wir hier? Ach, guck mal. Okay. So. Dann machen wir das kaputt. Das ebenfalls. Oh, läuft. Guten Morgen. Morgen, ihr Arschgeier. Ne. Gut geschlafen. Ihr seht nicht gerade ausgeschlafen aus. Ihr habt Augenringe, das sehe ich doch. Das sehe ich doch schon von weitem. Oh, zack. Jawoll, ja. Sehr schön. Aua. Mann, ey. Du Drecksack. So, erstmal einen kleinen Gesundheitstrank. Und dann lass mal dich auch nochmal brennen. Ja. Dann brennt er nämlich auch noch.
Jetzt hau ihm schon mal eine rein. Und zack. Sehr gut. Oh, Angriff erhöht. Oh, da ist er tot. Aua. Oh, hast du dich verletzt am Bein? Sag mal, du durfst zutreten? Dann hast du gerade mit Schienbein erwischt.